helft, meer spelen, met zalpje, een stok, dat is hard. Spring hier, een stok, met wit. Dat stok, handelen, voor zeven, om echter werden, om andere katastrofen. Es sind auch wieder bekannte Persönlichkeiten dabei, die man aus vorherigen Stücken kennt. Zum Beispiel der Bremer, der sich immer gerne an die Vergangenheit erinnert. Und darum sagt man ihm auch den Früherner. Aber lassen wir uns mal überraschen. Und dann wäre da noch die amerikanische Touristin, die vor 3 Jahren auf Rhein-Lee gekommen ist. Und immer noch ein Mann sucht. Also, auf was warten wir noch? Spielplatzordnung. Willkommen auf unserem Spielplatz. Die Spielgeräte sind fast alle von uns selber gemacht. Also, schon einmal grundsätzlich gefährlich. Es hat bei jedem Gerät eine Gebrauchsanleitung, welche strikt befolgt werden muss. Die Rutschbahn darf nur mit Helm, Zahnschoner, Ellbogen- und Knieschoner benutzt werden. Das Riehseil darf nur zum Riehseilen benutzt werden. Die Gigampfe darf nur zum Gigampfen benutzt werden. Hoi Blitz! Hoi. Das? Ja, die neue Spielplatzordnung. Kannst du dazu hören? So, so. Der Backer darf nur aus einer Distanz von 2 Metern angeschaut werden. Den Anordnungen vom Platzwart muss gehorcht werden. Also, alles geschieht auf eigene Gefahr. Jede Haftung muss abgelehnt werden. Wahnsinnige Sache. So, so. Hoi, Tobi. Hoi, Mathilde. Hoi. Hoi, Mathilde. Hoi. Wissen Sie schon, dass der Seniorennachmittag vom nächsten Mittwoch um 1 Woche verschoben worden ist? So, so. Ja, am 1. Mittwoch findet die Schönheitskonkurrenz von den Lieder früher statt. So, so. Was hat sie jetzt gesagt? Am 1. Mittwoch ist die P-Schau. Das habe ich auch schon verstanden. Aber was ist gestohlen worden? Nichts ist gestohlen worden. Seniorennachmittag ist verschoben worden. Also ich habe kein Wort verstanden. Die ist so unnötig! Du verstehst nicht? Das ist das Problem! Also, nein, ich finde es nicht ungemütlich. Aber was hat sie jetzt gesagt? Ich tue das Buchstabieren. Alles mit Grossbuchstaben. Der Senioren! Nachmittag ist verschoben worden. Ah, dass jemand verschollen ist. Das habe ich dann schon verstanden. Aber wer? Das aufschreiben. Der Sinn.
jetzt dumm! Jetzt habe ich meine Lesebrille nicht bei mir! Kannst du mir das nicht vorlesen? Das, nein, komm, ich gebe es auf! Hackenwert! Oh! Es ist ja schon Viertel. Ich muss noch zum Burgo Eier holen. Ade miteinander. Ciao. Ciao. Übrigens, habt ihr mitbekommen? Der Seniorennachmittag. Der sei die verschoben worden. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Aber es gibt andere Probleme. Und ich würde gerne etwas abnehmen. Und weiss nicht wie. Was meinst du? Soll ich weniger essen oder mehr Sport treiben? Was? Du willst abnehmen? Du bist ja gerne schlank. Ja, ich weiss. Aber da und dort hat schon noch ein Pölster, das weg muss. Dann musst du halt etwas mehr Radio hören. So nicht mehr an. Ja, ja. Ich habe gehört oder gelesen im Zürich Oberländer, dass Sitz Fernsehen gibt, die Radiohörer massiv abnehmen. Ist das ein Halt? Ja. Ciao, ich muss jetzt... Ciao. Ciao. Halt ihn, ciao. Oh. Oh. Sali, Fritz. Ja, Sali, Anna, hoi. Macht's gut. Siehst du die drei Pünktli dort oben am Baugerüst auch? Sind das Tauben oder sind das Bauarbeiter? Das sind Tauben! Oh, was hast du jetzt das gesehen? Es hat sich eine bewegt. Oh. Mit den Leuten mit Prostata-Problem, wenn man viel unternimmt. Ja, ja. Die haben ja Zeit zum Üben grünzeln. Oh. Hi, Grossvater! Ja, Sali Max! Schuhe aus! Etwas gelernt? Ich lerne doch immer etwas in der Schule. Ja, das ist recht. Mal schauen, haben wir das auch schon gehabt in der Schule? Ja, Gras einspannen, zumachen und... Aber prestier's ein bisschen. Schau, der Grüner. Die Vergangenheit hat uns quasi eingeholt. Was hast du denn heute wieder für alte Geschichten zu erzählen?
Du, hörst mal, du musst mich nicht anzünden. Mhm. Ich kann auch schweigen. Ja, ja. So, so. Hat dort nur noch eine gehabt. Los, Bube! Ja. Hätte er schon gerne eine gehabt. Ja. Ja, nu. Even lekker. Ja. Ja. Zo. Ja. Ja. Ich komme. Den Schnurr mag ich nicht zu hören. Also, ich bin sehr langweilig. Wer sollte etwas organisieren? Oh nein, nur das nicht. Ich wäre in jungen Jahren mal um ein Haar in die Kiste gekommen, weil ich etwas organisiert habe. Was hast du organisiert? Ja, da rede ich nicht gern drüber. Ja, mir kannst du es schon sagen. Ich musste mal für einen Stoff organisieren. Und wegen dem bist du fast ins Gefängnis gekommen? Ja, das ist eben nicht sättiger Stoff, wie du meinst. Was für Stoff denn? Eben Gras dann. Aber... Wegen Gras kommt man doch nicht ins Gefängnis. Da wären ja alle Bauern in der Kiste. Bei was sind wir gsi? Wir sollten eine Beschäftigung haben. Wir gehören doch nicht zum alten Eisen. Ja, da hast du schon recht. Aber was? Früher war ich Chauffeur. Aber das wäre viel zu streng für mich. Weißt du, es müsste etwas sein, das nicht streng ist, wo jederzeit gemacht werden kann und wo grosse Freiheit lässt. Ja, vielleicht eine Fotoentwicklungsbude aufmachen. Wer macht denn heute noch Papierfotos? Ja, eben nicht streng und grosse Freiheit. Ja, früher war es halt besser gewesen, weißt du? Da hätte man noch den Bauern helfen. Ha, stimmt. Aber heute bräuchte ich den Bachelor oder ein Buchhaltendiplom zum Formular ausfüllen. Schau da. Der Früher im Multipack. So, trauert er wieder alte Zeiten an, wo man im Winter rein musste mit Holz heizen und es nur in der Stube warm war. Ist dir auch ein schöner Tag. Nein, wir denken an die Zukunft. Als Rentner sollte man sich doch noch etwas nützlich machen. Oh, das ist aber lobenswert. Es sollte nicht streng sein und die Freiheit nicht zu einschränken. Aha. Habe ich doch gedacht, dass es euch zwei nicht wirklich ernst ist damit. Ja, Frechheit. Natürlich ist es uns ernst. Hast du kein Ding? Mal überlegen. Oh, wie wär's mit dem Internetladen? Oh, ja, das wär's. Oder? Ja, ja. Da könnten wir dann UPS-Stecker und Wireless-Kabel verkaufen. Bei eurem Fachwissen steckt ich in einen Laden, wo man Ware abholen kann, die man im Internet bestellt hat. Wie die, wäre schon fertig verpackt
und sauber angeschrieben. Da könnt nicht einmal euch zwei noch etwas Dummes passieren. Ja, danke fürs Vertrauen. Aber meinst du, das wäre etwas für uns? Warum auch nicht? Ihr könntet ja eine Schweizer Anlage von der Amazon eröffnen. Amazon ist weltweit tätig und wird immer grösser. Ja, und wie viel Arbeit gibt es denn so? Am Anfang so ein Päckchen pro Woche, später dann mehr. Das wäre genau richtig. Dann könnten wir, wenn der Laden gut läuft, die Amazon, oder was hat sie gesagt? Amazon. Die Amazon übernehmen. Ja. Und wo könnte denn das Ganze stattfinden? Ja, vielleicht bei mir zuhause. Ich habe ein Zimmer, das leer ist, das ich nicht mehr brauche und das man könnte brauchen. Mit einem separaten Eingang. Das muss ich sagen, ja. Ja, gut, das wäre ja toll. He? Dann müssten wir noch etwas investieren, oder? Ja, wir müssten noch in Stapel Ziehbälge Teppich reinmachen. Mehr nicht. Also, auf was warten wir noch? Laufen, ja, weißt du, das Internet ist eine gute Sache. Kaufen, verkaufen, mieten, vermieten. Ich glaube, die brauchen ein bisschen Anlaufzeit, aber das kommt dann schon. Darum machen sie auch den Aperol heute Nachmittag. Du, das glaube ich jetzt aber nicht. Was? Hast du das gesehen? Oh, das darf ja nicht wahr sein. Scheisse, du! Ein Blatter jetzt mit im Teppich. Nein. Wie hätte das können passieren? Gibt's ja nicht, du. Wo haben wir jetzt drüben? Du, Zeit, um ihn nochmal rauszunehmen, haben wir nicht. Nein. Und hier einen Schnitt zu machen, das wäre viel zu riskant. Weißt du was? Ich habe auch mein Zigarettenpäckchen verloren. Nein. Ich habe nicht mehr Hosen. Ah! Gibt's nicht. Weißt du was? Jetzt trampeln wir so lange drauf rum, bis die Blatter weg ist. Du, das ist eine gute Idee. Dann machen wir, ne? Oh, oh, oh. So. Fertig! Iu, ja, weißt du, wir machen darum gerne ein Tänzchen, um zu schauen, ob der Teppich auch hat. Super, Isaac! Haha, siehst du, echt schön, he? Ja? Ich habe ein Zigarettenpäckchen in der Küche gefunden. Nein! Hört das einem von euch? Ja, das sind meine. Danke vielmals. Habt ihr meinen Hamster gesehen? Hamster? Der Hamster? Nein! Nein, 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 nein! Hamster haben wir keinen gesehen! Nein! Wirklich? Hä? Oh. Der hat sich schon
kommt schon wieder vor. Ah, ja. Mein Hamster. Könntet ihr mir helfen, den Laden einrichten? Ja, wir haben beschlossen, dass wir noch ein Bistro machen und an unserer Eröffnung von unserem neuen Geschäft einen Abbau machen. Ihr müsst noch Stühle und Tische hineintragen. Komm, das machen wir gerne, gell, Freddy? Können wir überholen, aber du musst halt sagen, wo nicht da, he? Hoppala! Nicht schnell, Freddy! Oh! Kein Problem, wir können gerade, gell? Nur noch Horti fertig machen. Ja. Kann ich noch etwas helfen da? Nein. Ist gut, wir kommen, hä? Gut, so. Also. Super, hä? Ja, laufen wie verrückt. Das erste Päckchen ist schon gekommen. Ich muss mal versorgen. Wenn dann der Kindli mal mit dem Wein kommt, können wir dann loslegen. Wo ist jetzt dann noch wieder hergekommen? Oh! Welch Glanz in meiner Hütte! Grüezi, Frau Rechtsanwältin! Grüezi, Herr Frena! Na? Läuft das Geschäft? Ja, super! Also, wir können nicht klagen. Und bei Ihnen? Auch gut! Ich kann klagen! Das kann ich mir vorstellen. Eine Bierkundschaft, da erlebt man einiges. Da passiert sicher allerhand. Laut sagen. Kürzlich, da musste ich eine Frau in einer Rechtssache verteidigen. Da meinte sie doch, ob sie nicht dem Richter 3000 Franken schicken solle. Ja, das könnte noch nützlich sein. Ja? Um Himmels Willen, nein! Ich habe ihr natürlich vehement davon abgeraten und gesagt, das sei total kontraproduktiv. Wir würden einen Bestechungsprozess riskieren und hätten die ganze Geschichte im Vorhinein verloren. Ja, ja und dann haben sie gewonnen. Ja, natürlich. Ja, wo steckst denn du die ganze Zeit? Ich wollte noch etwas erledigen. Ja, mich nimmt Wunder was. Wir haben da in alle Hände voll zu tun. Ich weiss, aber ich weiss nicht mehr, was ich wollte. Ich bin total durch den Wind. Aber jetzt kann es losgehen. Wo ist der Zapfenzieher? Eben, den wollte ich noch bringen. Grüezi miteinander. Oh, ah, hoi, Helene. Hoi, geht's gut? Ja, tipptopp. Ach, Frau Anwältin. Ah, hallo. Grüezi, Frau Leutnegger. Das ist ja wunderbar, dass ich Sie gerade treffe. Ich habe gerade Bescheid bekommen vom Gericht, dass unser Fall zu unserem Gunsten ausgegangen ist. Ja, das ist ja wunderbar. Dann hätte es sich ja doch noch gelohnt, dass ich dem Richter 3000 Franken geschickt habe. Um Himmels Willen, das haben Sie gemacht? Aber zu diesen 3000 Franken habe ich das Visitenkärtchen vom Kläger beigelegt.
3000 Franken. Der Zapfenzieher da. Grüner, ist mein Päckchen schon gekommen? Jawohl. Aber ich habe es gerade wieder retour geschickt. Wieso denn das? Ja, ich hätte 30 Franken zahlen. Und ich habe ja das Geschäft haben wir aufgemacht zum Geld rein, nicht zum Geld ausgeben. Ja, und jetzt? Das war nur ein Geschwätzchen. Selbstverständlich haben wir dein Päckchen hier. Wunderbar. Mach 30 Franken, plus 10 Franken Bearbeitungsgebühr, plus 5 Franken Lagergebühr. Das ist ja teurer, als wenn ich es im Laden gekauft hätte. Ja, in Zringwil hat es eben keinen Laden. Früher hat es zwei Läden gehabt, in Zringwil. Und einen Coiffeur und den Migros. Ja, schon gut. Ich weiß nicht, ob das wirklich so eine gute Idee ist, bei diesen Preisen. Also, geschenkt die Lagerkosten. Ja, das ist aber nett. So, danke vielmals. Danke auch. So, jetzt muss ich gehen. Ich muss schauen, dass ich den Bus nicht verpasse. Den hat es übrigens früher auch noch nicht gegeben. Oh, ja. Ich komme noch mal. Bis später. Ja, gut. Adi miteinander. Tschüss. So, da werden Zapfen ziehen. Uah, ist das ein Kälte über aussen. Jetzt habe ich gerade einen Anwalt gesehen, wo seine Hände in den eigenen Säcken gehabt hat. Jetzt werden Sie mal nicht schlecht, sonst haben Sie eine Klage am Hals. So, wo hast du Gläser? Oh, die habe ich vergessen. Also, ich bin Hoi, Freunde. Hoi. Hoi, Trudi. Schön geworden hier bei euch. Ja, gell. Wir haben etwas gemacht. Super. Grüezi, Frau Tobla. Sie kommen mir ja gerade recht. Sie haben doch meinem Mandanten nach Ihrem Unfall gesagt, dass Sie nicht verletzt worden sind. Wieso behaupten Sie jetzt das Gegenteil? Sie müssen eben wissen, wie sich das alles abgespielt hat. Ich fahre mit meinem Fuhrwerk gemütlich am Strassenrand entlang. Da kommt auf einmal Ihr Mandant mit seinem Auto anzufressen und streift uns. Ich füge mit meinem ganzen Fuhrwerk Strassenbordur ab und liege auf dem Rücken mit den Beinen in die Luft und mein armer Ross auch. Dann steigt Ihr Mandant aus und kommt schauen, was passiert ist. Dann sieht er, dass mein Ross das Bein gebrochen hat. Dann geht er ins Auto, holt die Pistole und verschießt mein Ross. Nachher fragt er mich, ob ich auch verletzt sei. Und jetzt frage ich sie, was hätte sie denn geantwortet? Ich gehe. Das ist mir zu blöd. Ciao, Freunde. Ja, ciao. Ahoi, Turi! Ahoi, Freunde! Wie geht's? Du musst nicht so brüllen. Ich habe jetzt zwei Hörgeräte. Aha. Ja, jetzt verstehst du wieder alles. Ja, ja, fantastisch. Ich habe schon zweimal mein Testament abgeändert. Da werden Gläser. Jetzt haben wir alles. Ja, kannst du denken. Wo haben wir denn die Nüsse und Salzstämme? Oh, die habe ich vergessen. Und wo ist der orange Schuh? Oh, den habe ich vergessen. So. Oh.
Telefon. Wichtiger Termin, ich muss noch gehen. Auf Wiedersehen, Frau. Wie war noch mein Name? Helfen Sie mir gerade. Bis wann müssen Sie das wissen? Oh Gott. Ja, fehlt doch noch etwas. Jo. Servietten müssen wir noch haben. Der Vrene studiert nicht für einen Fünfer. Bis wir den Apero parat haben, sind unsere Gäste schon alle wieder gegangen. Jeden Tag dahin, aber immer ist der Laden noch zu, wenn er eigentlich schon längstens sollte offen haben. Oh, es ist doch gar noch nicht 8. Ich weiss auch nicht, was die Nerven sagen will. Und ich weiss nicht, was sie den ganzen Tag macht. Die macht einen Aufstand, wie wenn sie weltbewegende Termine hat. Pünktlichkeit ist eine Tugend, meine Liebe. Aber mit der könnt sich auch heute nicht mehr ganz viel Leute schmücken. Und überhaupt, ich heiße von Vogelfischer. Vogelfischer! Da ich ja wie immer die Erste bin, nehme ich das wie immer. Selbstverständlich, Frau von Vogelfischer. Wie immer ein Kaffee und ein Gipfeli. Also, das müsst ihr jetzt wirklich endlich wissen. Nicht wahr? Good morning. I need a coffee. Guten Morgen. Ja, wie sehen Sie denn aus? Haben Sie Autostopp gemacht? Sie sehen so mitgenommen aus. Ich würde sagen, sie wirken ein bisschen ungestrahlt. Das ist komplett egal. Ich meine, es interessiert sich sowieso niemand für mich. Ob ich geschminkt bin oder nicht, es interessiert niemand. Ich fühle mich richtig unsichtbar. Like a ghost. Aber gute Frau, da nehmen Sie einen Traubenzucker. Dann bringt sie wieder ein Schwung. Oder vielleicht eine Illustrierte über Promis von der Schweiz. Oder über Promis von Ringwil. Dann kommen Sie wieder auf andere Gedanken. Ich meine, ich habe keine Säge. Ich bin so ziemlich deprimiert. Aber was haben denn Sie für News, Frau von Vogelfischer? Seit gestern. Ich habe eine Reise gemacht auf die Azoren mit der Bahn. Erste Klasse natürlich. Really? Nein, natürlich nicht. Also ich muss schon sagen, das scheint nicht gerade einer von ihren glanzvollsten Tagen zu sein, wenn sie schon so profane Fragen stellen müssen. Und überhaupt, ich bin heute nicht hergekommen, um über mich zu reden. Obwohl das natürlich äußerst interessant wäre. Wie Sie ja wissen, kann ich da am letzten Dorffest meinen jetzigen Mann kennengelernt. Das ist ja great. Wie haben Sie denn das gemacht? Sind Sie verheiratet? Der Herr von Vogel ist mein vierter Mann. Dann sind Sie schon dreimal geschieden? Nein, dreimal verwitwet. Aber zum Glück sind alle recht vermögend gewesen.
So habe ich neben dem Leib wenigstens keine finanzielle Sorgen gehabt. Aber wie gesagt, eigentlich wollte ich nicht über mich reden. Es nimmt mich viel mehr Wunder, was es gerade so viele News vom Dorf gibt. Oh. Ich meine, was könnten Sie für Sie von Interesse sein? Oh, meine Interessen sind breit gefächert. Erzählen Sie doch einfach, was Ihnen gerade so in den Sinn kommt. Ich glaube, ich habe nichts zu erzählen. Ich habe heute einfach wirklich einen schlechten Tag. Das haben wir doch alle mal. Trotzdem sollte man sich nicht so gehen lassen. Wo kommen wir denn da hin? Ich sage es ja immer, mit unserer Gesellschaft geht es bergab. Schauen Sie sich doch mal an. Etikette und Haltung bewahren. Egal, was passiert. Haltung, das brauche ich nicht. Ich brauche eher einen Mann. Ich glaube, ich finde gar nie einen. Und da in Ringwil schon gar nicht. Sollte mal fangen. Jetzt bin ich schon 3 Jahre hier in dieser Idylle. Und no one, kein einziger interessiert sich für mich. Ja, ich. 3 Jahre? Ohne Mann? No, ich meine, really. Es hat zwischendurch schon mal so ein Techtelmächtel gegeben. Aber nie in Ringwil. Ja, also das wäre ja noch schöner. Ein Techtelmächtel in unserem ruhigen, beschaulichen Dorf. Also. Ich meine. Ich habe zwischendurch mal versucht im Internet, mit Internet-Dating, ich habe so verschiedene Inserate aufgegeben. Aber ich meine, jetzt müssen Sie das mal schauen. Da. Was ich für auf mein Inserat für Antworten gekriegt habe. Zum Beispiel, Hello Schönheit. Ich bin 1,90 groß. Ein höchst attraktiver Mann, Typ George Clooney. Meine einzige Schwäche ist, ich bin ein notorischer Lügner. Oder ich bin ein Puppi-Muppi-Schnuppelbärli und suche verzweifelt ein zuckersüßes Hutzi-Mutzeli. Oder ich bin ein Familienmensch und bin in 5 Vereinen engagiert. Oder bla 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 bla. Mein Fehler ist, dass ich manchmal grundlos eifersüchtig bin. Also das müsste bei mir nie grundlos. Ja, und so geht es immer weiter. Aber ich meine, ich habe kein einziges Date gehabt. No one. Noch kein einziger, der gut war. No, ich habe gar kein Date gemacht. Ah, oh, verehrtes Fräulein, also so geht das nicht. Ich sage Ihnen etwas. Wenn Sie hier in Ringwil Fuß fassen wollen, dann brauchen Sie einen Mann von hier. Einen, der hier geboren ist und den Ort nie verlassen hat. Nur so haben Sie die Chance auf dem Platz in der örtlichen Hierarchie. Denken Sie mal drüber nach. So, da ist Ihre Kaffee. Hi, Rose. Hi, Anne. Wie geht's? Du siehst ein bisschen mitgenommen aus. Das ist jetzt aber vorgelangt gegangen mit dem Kaffee. Ja. Und allzu viel Spannendes habe ich auch nicht erfahren heute Morgen. Ich gehe. Tschüss. Kaffee war auch schon besser gewesen. Aber nicht bei mir. Das ist vielleicht die Crazy Woman. Was meint die eigentlich? Komm oben runter. Das nützt doch nichts. Wir müssen Menschen so nehmen, wie sie sind. Und im Übrigen ist das eine gute Kundin. Sie ist Kundin und kommt jeden Tag einen Kaffee trinken. So, dass sie auf dem neuesten Stand ist. Und sie weiss alles über das Dorf. Ja, yeah, und how to find a man, wie man einen Mann findet, das weiss sie wirklich. Eben. Weisst du, warum es so lange gegangen ist, bis ich den Kaffee gebracht habe? No. Ich habe gerade noch mit den schönsten 3 Männern im Dorf geflirtet. Mit dem Freddy, mit dem Jürg und du.
Mit dem Turi? Mit dem Turi? Ja, willst du auch noch raus? Was wird sie sagen? Nein. Nein, nein, wie du aussiehst. Das verschieben wir lieber. Ja, maybe besser. Hallo. Hallo Anna. Hallo Anna. Hallo. Das Bier bitte. Zwei Gläser. Ich habe gerade gestern ein Mail bekommen. Lest es vor. Hallo miteinander. Ich habe für das Finalspiel der Fußball-Europameisterschaften am nächsten Samstag in Paris vor einigen Monaten zwei Tickets gekauft. Leider wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass ich am nächsten Samstag heiraten werde. Nun meine Frage an euch alle. Hat jemand Lust, am nächsten Samstag zu heiraten? Ich! Irgendjemand? Ich! Ist immer noch der gleiche Witzbold, ne? Alle zahlen! Du, danke, ne? Bring den Hobel. Hoppla! Ich hab mich der Enkel und Geld zum Portemonnaie aufgenommen. Bist du sicher? Ist es nicht deine Frau gewesen? Ja, da bin ich sicher. Warum? Ja, es hat etwas drin. Da, danke auch noch, gell? Oh, ja, ich mag ihn nicht austrinken. Ciao, Anna. Danke. Bye. Ciao, miteinander. Ciao, Anna. Ich muss auch weiter. Was kostet das? Das geht aufs Haus. Thank you. Oh, ich habe ja gar nicht gehabt. Bye. Thank you. So, Anna. Der Sturm vorbei. Und was gibt's Neues? Das Übliche. Rose sucht wie immer einen Mann. Ah. Du solltest mal in einem Fremdenheim probieren. Du bist ja böse. Du, Anna, hat dir eigentlich auch schon mal jemand gesagt, dass du aussiehst wie 35? Ja, als ich 23 war. Etwas anderes, ganz etwas anderes. Was ich dir schon lange mal wollte fragen. Weißt du, also du, ich, also wir zwei, wir könnten doch auch heiraten. Oh ja! Aber wer wollt euch schon? Oh, Anna! Anna! Wenn du den Frieden mitnimmst, dann nehme ich ihn! Um was geht's da? Der Herr Frener will sie doch heiraten. Warum seid ihr denn nichts? Oh. Natürlich nehme ich ihn sofort! Du suchst ernsthaft einen Mann. Yes! Und ich such doch ernsthaft eine Frau. Oh, really? Jetzt muss ich mein nächstes
Testament halt noch ein drittes Mal abändern. Das war jetzt wirklich ein super Publikum gewesen.